Ist das nicht, liebe Schwestern und Brüder, auch eine merkwürdige Beobachtung, wenn wir hören, dass es Jesus ans Leben geht, dass es Menschen gibt, die entschlossen sind, ihn umzubringen, dass er darauf reagiert mit Rückzug. Er zieht sich zurück. Wenn wir, was durchaus legitim ist in der Linie des Neuen Testamentes, das für die Kirche überlegen, von der es ja auch nicht wenige gibt, die meinen, sie ist überflüssig oder man sollte sie abschaffen. Es geht ja also an die Existenz. Was ist unsere Konsequenz daraus? Hier gibt es nicht wenige, die sagen, sie muss laut auftreten, sie muss sich bemerkbar machen, sie muss in den Medien da sein. Vielleicht müssen wir auch genau an diesem Punkt von Jesus lernen. Er ging von dort weg. Er heilt alle Kranken. Und er verbietet in der Öffentlichkeit von ihm zu reden. Und es ist nicht umsonst, dass der Evangelist als Resonanzboden genau diese Worte des Propheten Jesaja wählt. Dass der Geist Gottes auf diesem einen ruht. Und dass er eben nicht auf der Straße lärmt und schreit. Und nicht in jedes Mikrofon hineinplaudert, das ihm hingehalten wird oder das er bestellt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist der Weg des Messias, des Christus. Und das sollte der Weg seiner Kirche sein. Nicht der Aktionismus, der große mediale inszenierte Auftritt, sondern die Stille, der Rückzug. Wie es das der heutige Festtag unserer lieben Frau vom Berg Karmel nahelegt. Der Berg Karmel kennt beides. Die große, sagen wir, prophetische Inszenierung mit dem Propheten Elia. Aber eben auch die ganz andere Tradition des Rückzugs in die Stille. Weil das Eigentliche geschieht immer dort. Die eigentliche Botschaft wird immer dort ausgerichtet. Wir können es nicht besser lernen als an Maria, die im Evangelium fast nichts sagt, sondern ganz zurückgezogen lebt und dennoch so sprechend ist bis heute.